Wie introvertierte Männer selbstbewusst wirken. Wir alle wissen, dass Frauen Selbstbewusstsein anziehend finden. Aber wie zeigen wir denn unser Selbstbewusstsein? Manche Männer sind der Auffassung, dass sie dafür besonders extrovertiert sein müssten, dass sie laut sein müssen, dominant, um sich richtig Alpha zu zeigen. Aber das ist Quatsch. Diese Männer sehen Frauen als überzeichnete Barbie-Puppen, die nur auf Stärke, Macht oder hohen Status reagieren. Aber wir wissen, dass es auch andere Frauen gibt. Wir sehen es doch jeden Tag, wenn wir unsere Augen aufmachen. Es gibt glückliche Paare, glücklich verliebte Menschen, die eine Partnerin gefunden haben, die sie für den Mann lieben, der sie sind. Beziehungen, die auf Ehrlichkeit, Treue und auf Augenhöhe bestehen. Wir wollen doch gar nicht der Mann werden, der wir angeblich werden müssten. Wir wollen uns doch nicht verbiegen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Wir wollen niemanden verarschen. Wir wollen ehrlich und liebevoll mit Frauen umgehen. Aber manche von uns wollen sich nicht profilieren. Wir wollen nicht der Beste oder Tollste sein. Manche ziehen ihre Stärke aus der Stille, aus einer tiefen Verbindung zwischen zwei Menschen und nicht daraus, der größte, tollste Hecht zu sein. Wie können wir also einer Frau zeigen, dass wir selbstbewusst sind, ohne dabei arrogant oder als Arsch rüberzukommen? Wir machen das, indem wir in den Momenten, in denen wir uns sicher sind, auch eine starke Meinung vertreten. Introvertierte Männer kennen das besonders. Du bist in einer Gruppe Menschen und alle unterhalten sich. Du sitzt oder stehst daneben und hältst dich zurück. Die anderen plappern einfach drauf los und können scheinbar ohne Probleme ihre Sicht der Dinge schildern oder einfach irgendetwas sagen. Keiner achtet darauf, was du tust und du beobachtest das Ganze. Und dann merkst du einen Fehler in ihrer Logik. Du bist anderer Meinung. Du hast vielleicht sogar Erfahrung in diesem Thema. Und jetzt kommst du zu Wort. Und wie als hätte jemand die Luft durchgeschnitten, schauen auf einmal alle zu dir und hören dir zu. Vielleicht kommt bei so etwas uns das alte Sprichwort in den Sinn: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und im richtigen Moment etwas Starkes zu sagen, das ist attraktiv. Was wir kultivieren wollen, ist eine starke Meinung zu haben. Aber die müssen wir nicht ständig überall präsentieren. Jedoch, wenn der Moment es erfordert, dann stehen wir dazu. Viele Männer machen oft den Fehler und denken, eine starke Meinung müsste ein politisches Statement sein. Dass, wenn sie sich über die Regierungsparteien beschweren oder eine starke Position einnehmen, sie dann als souverän und attraktiv wahrgenommen werden. Oder um selber besser dazustehen, sie schlecht über andere reden müssen. Ich denke nicht, dass du dazu gehörst, denn ich kenne die Männer, die zu mir ins Coaching kommen. Aber ich sehe dennoch immer und immer wieder diese eine Situation, die du vielleicht kennst. Wenn deine einzigen starken Meinungen sich in einer Unterhaltung mit Frauen auf Politik oder Technologie beschränken oder wie derjenige dies oder das nicht hinkriegt oder diese Firma dies oder das hätte besser machen sollen, dann zeigst du, dass du mit diesen Themen lediglich ein Ausweichthema suchst, um nicht deine eigenen Schwächen zu konfrontieren. Die Dinge, für die man dich kritisieren könnte. Dinge, die dich verletzlich machen. Und von meinen Klienten weiß ich, was das Größte dieser Geheimnisse ist, dass du dich nicht traust, zu deinen Bedürfnissen zu stehen. Wenn du starke Meinungen hast, dann musst du das auch sagen können. Es heißt, dass wir eine Frau auch anschauen können und ohne mit der Wimper zu zucken, sagen, du gefällst mir. Es bedeutet, dass wir ihr dabei in die Augen schauen können, ihnen nah sein können und diesen Druck auch aushalten können. Dazu brauchen wir nicht extrovertiert zu sein. Wenn du bei anderen Themen mutig bist, dann ist das etwas Gutes. Du bist mutig, aber nicht bei der einen Sache, die euch zwei näher bringen könnte. Stimmt's? Darum bringt es nichts. Eine Meinung, die stark und attraktiv ist, ist auf deine Bedürfnisse bezogen. Sei ehrlich damit, dass du sie magst. Schau ihr in die Augen und sag ihr völlig unabhängig und frei, ich finde dich attraktiv. Und dann sag gar nichts. Wir müssen unsere Meinung nicht mit unnötigem Geplapper füllen. Lass sie darauf antworten. Ich weiß, da baut sich Druck in uns auf. Allein diese Vorstellung ist nicht leicht. Aber das kannst du. Ich sehe es in meinen Coachings jeden Tag. Männer, die vorher sich nie getraut haben, auf Frauen zuzugehen und ihnen ihre Meinung zu sagen, dass sie sie mögen und unabhängig zu bleiben, das ist möglich. Und es befreit uns. Genau dann sind diese wunderschönen Erlebnisse und Erfahrungen erst möglich. Du kannst einer Frau nicht nahe kommen, wenn du dich nicht traust, ihr nahe zu kommen. Darum gebe ich dir nur einen kleinen Stups, damit du dich traust. Halte diesen Druck aus. Und egal, was sie dir antwortet, ob ja, nein, danke, ich habe einen Freund, völlig irrelevant. Bestätige deine Meinung, steh dazu. Sag ihr, nein, wirklich, vielleicht hat dir das noch keiner gesagt,
aber es ist die Wahrheit. Und wenn es dir hilft, dann wechsel das Thema. Kurz und prägnant. Schmeckt der Kaffee hier eigentlich nach irgendwas? Es ist gut, ein Mann mit Herz zu sein. Und ob dein Persönlichkeitstyp eher introvertiert oder extrovertiert ist, beide Persönlichkeiten können anziehend auf Frauen wirken. Was wirklich zählt, ist das Vertrauen in uns selber. Und du kannst niemals verlieren. Du kannst niemals Abweisungen bekommen. Du hast ja auch keine Avancen gemacht. Du hast lediglich deine Meinung geäußert, ihr dabei in die Augen geschaut und danach das Thema gewechselt. Wenn das noch nicht so leicht für dich ist, dann verstehe ich dich. Ich war auch in deinen Schuhen. Genauso wie hunderte meiner Teilnehmer, die jetzt diese Leichtigkeit verspüren. Also komm ins kostenlose Erstgespräch und dann können wir darüber reden, wie ich dir dabei helfe, zu dem Mann zu werden, den Frauen wollen. Unabhängigkeit ist der Kern dieser Kommunikation auf Augenhöhe. Und wenn ich dir dabei helfen soll, dieser Mann zu werden, der frei, souverän und unabhängig mit Frauen umgehen kann, Frauen verführt und entlang des Weges die richtige findet, dann komm ins kostenlose Erstgespräch. Dort erfährst du alles, wie ich dir auf diesem Weg helfen kann. Den Link dazu findest du hier oben. Und wenn du das nicht möchtest, wenn du noch weiter zuschauen willst, dann ist das auch okay. Denn auch hier leben wir Unabhängigkeit. Und wie du mit Frauen souverän in 5 Sekunden ein tiefes Gespräch startest, das bekommst du in diesem Video.